Ja, hallo Bienenfreunde. Heute bin ich mal wieder auf dem Außenstand. Und hier war ich das letzte Mal, das war am 13. Dezember, als ich die Oxalsäurebehandlung gemacht hatte. Und heute möchte ich mal die Windel kontrollieren und dann gucken, wie viele Völker davon noch leben. Hier habe ich ja drei Völker und habe dann hier noch einiges anderes zu tun. Das ist ja hier praktisch, wo die Bienen auf der Kiesfläche stehen. Und da könnt ihr jetzt mal sehen, wie die sich schon bewachsen hat hier. Ja, so, das ist jetzt vom Prinzip mein Außenstand. Und hier haben wir auch schon einige Sachen, die so ein bisschen blühen. Das hier ist so eine Art Duftschneeball. Da gehen jetzt schon die ersten Blüten auf, wie man sehen kann. Und hier sind jetzt meine drei Bienenvölker, die ich hier noch stehen habe. Und da gucken wir jetzt dann mal nach der Windel, wie das da aussieht. Da vorne auf den Fluglöchern sieht es erstmal ganz gut aus. Gut, dann ziehen wir mal die Windeln. Ihr dürft nicht erschrecken. 13. Dezember hatte ich hier die Oxalsäurebehandlung gemacht. Und da kann es natürlich jetzt sein, dass da sehr viel rausfallen, sehr viel gefallen sind, ja. Und genau so ist es. Also bei dem Volk, das ist auch normal. Die Oxalsäurebehandlung wirkt immer sehr kräftig. Ja, hier sieht es schon so ein bisschen, als ob sich hier eine Maus eingeschlichen hat. Zumindest war sie hier irgendwo drauf. Da müssen wir dann mal nachschauen. Und jetzt gucken wir noch mal bei dem dritten Volk. Ja, sehr viel Gemüll. Aber hier sind wesentlich weniger Milben gefallen als bei den anderen Volk. So, wir gucken dann auch mal nach dem Futtervorrat. Dazu heben wir die mal kurz an hier. Jedenfalls versuchen wir es, geht nicht. Die sind festgefroren. Dann lassen wir das erstmal so. Da machen wir jetzt die Windeln dann mal kurz sauber und schieben sie dann wieder rein. Und ich gucke dann in 10 Tagen nochmal nach, wie es aussieht mit dem natürlichen Milbenfall. So. Legen wir hier erstmal alles runter. Wir schauen uns dann den natürlichen Milbenfall in 10 Tagen nochmal an. Jetzt schieben wir es erstmal wieder rein. So, das war's dann. Machen wir jetzt Mäuse direkt drauf. Ich will mal kurz schauen, ob sich da was zu sehen ist. Also mit dem Leben. Und hier schauen wir dann her noch mal rein. Wir gucken jetzt noch mal von unten auf den Gitterboden, wie das so aussieht.
Versuchen wir mal von unten auf den Gitterboden zu schauen. So. Und das ist jetzt bei der einen Beute. Nur der Totenfall sieht eigentlich ganz normal aus. Dann gehen wir mal zur zweiten. Sieht auch gut aus. Dann schauen wir nochmal bei der dritten nach. Hier liegen noch ein paar Papierreste. Das waren ja Völker, die ich vereinigt hatte. Aber vom Totenfall her sieht das auch gut aus für den Januar. Ja, so, die nächsten Arbeiten, die anstehen. Ich möchte hier noch ein paar Bäume auslichten. Und zwar habe ich hier einen Pfirsich bzw. eine Nektarine. Diese hatte ich mir mal vor 4 Jahren aus einem Kern von einem Flachpfirsich gezogen, in der Hoffnung, dass wieder ein Flachpfirsich draus wird. Aber wie das so ist bei Sämlingen, da weiß man nie, was rauskommt. Was meint, was hier rausgekommen ist? Hier ist eine Flachnektarine rausgekommen und die wächst hier wie dumm. Die musste ich jetzt mal bisschen beschneiden, und zwar möchte ich die als Busch weiter pflegen, und deswegen lichte ich die in der Mitte ein bisschen aus. Blütenansätze sind genug vorhanden, also die wird jetzt im Frühjahr wieder mächtig blühen. Was ich noch suche, vielleicht hat jemand für mich ein paar Edelreiser, da ich ja immer selbst veredele, von einem Blutpfirsich oder einen kleinen Ableger, wäre ich sehr dankbar, vielleicht aus dem Rheinland. Wenn jemand einen hat, ich tausche auch gern mit einer Königin. So, das nächste Objekt, was wir hier haben, das ist ein Birnbaum, den ich veredelt hatte. Und zwar habe ich hier eine alte Birnensorte veredelt. Und zwar ist das die Klapsliebling. Eine sehr frühe Birne, die gelb-rot ausreift und sehr gut schmeckt. Also diese Birne ist normalerweise so Ende Juli schon genussreif. Und die muss man auch schnell verbrauchen. Die ist absolut nicht lagerfähig. Ja, so, okay. Da kommen wir jetzt schon langsam zum Schluss. Ich habe noch ein paar Bäume, die ich noch beschneiden muss. Wieder. Gut, meine Freunde, das war's für heute erstmal. Ich gehe jetzt nochmal zu den Bienen. Ich mache noch eine Aufnahme mit der Infrarotkamera. Und dann sehen wir uns morgen. Da mache ich eine Kontrolle nochmal bei mir auf dem Heimatstand. Da hatte ich ja die Windel nochmal reingeschoben zur Nachkontrolle für den natürlichen Milbenfall. Da schaue ich auch morgen danach. So, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Bye bye.